Martin hat schon. Martin hat das Wasser verleiht. Das ist gerade mit dem Trinken so scheiße. Egal. Ich habe das nicht gespendet. Das ist gesagt. Mit Tofu, welches sind denn die Tofu? Die hellen, ne? Das ist halt. Ja, okay. Ja, herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid bei unserem Mittagsessen. Wir haben heute von der Firma Alvas habe ich sehr viel gespendet bekommen. Auch sehr interessante Sachen, sowas habe ich bisher ja noch nicht gehabt, wird aber mehr kommen jetzt in Zukunft. Ja. Immer mit mir zusammen. Ja. Was haben wir denn? Erklärst du, du kennst dich da besser aus. Tofu-Sonnenblumen-Burger. Ja, rein pflanzlich, hefefrei, laktosefrei und cholesterinfrei. Das will ich vorlesen, die sind dazu sagen. Vegan. Was soll ich denn dazu großartig sagen? Ja, den kenne ich tatsächlich nicht. Ich kenne Tofu-Burger, ich bin nicht so ein Fan von Tofu. Mhm. Erzähl mal ruhig weiter, ich gehe mal kurz nach vorne. Was tust du? Mach weiter. Okay, er zeigt euch die fertigen Burger, aber die richtigen. Das hier sind die Tofu. Hier hinten ist Seitan, das ist das nächste genau. Video. Ich habe von der Firma tatsächlich noch nichts gehört gehabt. Ich bin gespannt. Du bist aber nicht so der Tofu-Fan, ne? Nee, das erwähnte ich schon. Entschuldigung. Tofu, aber es ist ja mit Sonnenblumen da irgendwie. Ich weiß nicht, wo steht denn ich werde das Ganze dann noch ein bisschen pimpen. Ich habe hier noch helle Frittensoße. Sehr lecker. Ja, die ist tatsächlich sehr lecker. Genau, Tofu. Ist keine Mayo, ich sag's nur. Gemüse, also es ist ein bisschen Karotte, Sellerie, Zwiebeln, Tomaten und Pastinaken drin. Ein bisschen Reis ist drin. Mhm, zur Konsistenz. Weizeneiweiß, ja, Weizeneiweiß. Ich muss sagen, das habe ich jetzt schon in der Pfanne gemerkt, die sind sehr weich. Also die ja, sind das sind so Burger, aber ich habe noch nie richtig feste Burger. Die Seitan sind mehr dran, ja. Aber die hier, das ist halt wirklich so eine Sache. Sogar meine Lieblingssoße drin, Sojasoße. Genau, und ein bisschen Sonnenblumenöl. Ich weiß nicht, dein Lieblingsgewürz ist auch drin. Was Ingwer. Ah ja. Ingwer. Dankeschön. Bitteschön. Und Röstzwiebeln. Das finde ich klingt sehr interessant. Ich weiß nicht, warum die jetzt Sonnenblumen-Dings heißen, weil sie ein bisschen mit Sonnenblumenöl sind. Nee, Sonnenblumenkerne sind da drin, sind tatsächlich auch drin. Ja, guten Appetit. Ja, reingehauen. Ja, sag was dazu. Ich mag Sonnenblumenkerne. Findest du sie gut? Besser als normale Tofu-Burger. Tatsächlich. Ja. Ich finde, die haben was. Ich finde. Also, die sind nicht so langweilig. Ich finde, sie sind leider sehr brotig. Also, die sehr brotig? Ja. Du bist jetzt mit deiner Soße. Ja. Die ist nicht vegan im Übrigen. Korrekt. Ich bin ja auch nicht vegan. Du bist ja nicht mal vegetarisch. Korrekt. Ich finde die gut. Das Wurst ist gut. Sehr weich auf jeden Fall. Ja. Aber man braucht eigentlich, kann man die lutschen, also man braucht die nicht kauen. Das stimmt, Ding ist, jetzt wo du sagst, mit dem Brot. Das ist nämlich der Punkt, der mich daran stört. Also wenn ich mir vorstelle, das sind ja Burger, das heißt, ich schmeiße sie auf ein Brötchen und Salat und dies, das drauf. Ich würde wahrscheinlich gar nicht merken, dass die da sind, weil ich, wenn ich da reinbeiße, habe ich Brot, Brot, Brot. Nee, so finde ich nicht. Ich finde die nicht schlecht, also das will ich nicht sagen. Ich will wirklich nicht damit sagen, dass die schmecken nicht oder so. Die schmecken echt ganz gut. Aber es ist halt ein bisschen zu brotig, das ist irgendwie so mein Problem daran. Ich finde die gut. Ich sag ja, ich finde die auch nicht schlecht. Aber für Tofu-Burger sind die echt gut. Mit der Soße sind sie super. Ich finde es auch gut, dass da Wasser ein bisschen was zu kauen. Ja, aber leider, also das ist mir ein bisschen zu wenig noch. Okay. Ja, die können, also meiner Meinung nach können die da Sonnenblumenkerne ohne Ende reinhauen. Ich liebe Sonnenblumenkerne. Die sind auch echt gut. Aber ich finde die Idee gut. Mhm. Als kleine Anregung, macht ruhig mehr Sonnenblumenkerne rein. Ich weiß nicht, wie es da mit der Konsistenz ist, aber... Ja. Punkte? 7. Ich würde 6 geben. Also für vegan? Also für vegan ist es wirklich, also... Ich bin ja tatsächlich kein Vegetarier und kein Veganer und ich habe auch noch nie irgendwie bin in den Laden gegangen und habe gesagt so, hey, ich kaufe mir heute vegane Burger oder so. Ich könnte davon leben, theoretisch. Will ich nicht, aber könnte ich. Aber es ist okay. Es ist wirklich okay. Ich finde die gut. Ja. Auch wenn ich sonst kein Tofu-Fan bin, echt nicht. Aber man merkt von dem Tofu auch fast nichts. Das ist halt der Vorteil. Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Dann
Machst du die Kamera aus? Erstmal müssen wir Tschüss sagen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und Firma Albers auf jeden Fall mal angucken. Die haben wirklich auch noch andere tolle Produkte. Auch gespendet worden, habe ich ja schon erwähnt. Nicht deswegen mache ich es gut, sondern weil es wirklich gut ist. Und kann man online bestellen. Das als Fleischfresser. Das als Fleischfresser, ja. Und zwar als wirklicher Fleischfresser. Sieht man ja. Wie, du sagst jetzt was. Ich habe nichts gesagt. Danke, Schatz. Okay. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Habt einen sicheren und produktiven Tag. Bleibt geschmeidig. Und bis dann. Macht's gut.